Herzlich willkommen bei den DHV News. Ich bin mal wieder ein bisschen im Stress heute, habe gleich noch einen Online-Call mit sehr interessant, ja, international besetzt mit allen möglichen Legalize, Drogenpolitik, Reform, Ländern. Unter anderem das Spannendste für mich jetzt gerade, der Drogenbeauftragte von Tschechien wird damit online sein und ich bin total gespannt, wie die jetzt darauf reagieren, dass Deutschland ja quasi den vollen Legalisierungsplan aufgegeben hat. Ja, ob die das von der EU aus auch auf sie zukommen sehen, ne, ob die auch so Signale kriegen, so geheime, dass sie nicht dürfen oder so. Ganz gespannt, aber von daher muss ich ein bisschen auf die Tube drücken. Wir haben Donnerstag Vormittag. Insofern wundert euch nicht, wenn neue Informationen nicht hier jetzt vorkommen, die sich danach noch abspielen. Es muss aber die Zeit sein, die neuen Mitglieder zu begrüßen. Ja, seit letzter Woche sind über 100 Mitglieder mittlerweile reingekommen, also jedenfalls so die letzten, vielleicht auch 10 Tage, ja, aber ungefähr so um die Eckpunkte rum. Letzte Woche Dienstag ging es schon los mit unserem Spot übrigens, ja, diese alle 3-Minuten-Spot. Der hat scheinbar auch schon Leute animiert und ja, danke an alle, die jetzt nochmal frisch einsteigen hier und die verstanden haben, die Story ist noch nicht vorbei, der Kampf ist noch nicht vorbei und im schlimmsten Fall passiert gar nichts, ja, wenn Lauterbach da so weiter rumschnarchelt, ja, und insofern starker DHV kann nicht schaden. Wenn ihr unsere Arbeit gut findet, ja, unterstützen, das ist der richtige Button auf der Seite vom Handverband. Ich hatte auch erzählt, dass ich sehr viel Mediengespräche habe in letzter Zeit, also auch wieder seit den Eckpunkten logischerweise, ja, mehr denn je Anfragen und dass ich da viel mit beschäftigt war. Mittlerweile ist das meiste davon online auf der Seite, könnt ihr auch nochmal gucken, ja, von wegen unterstützen ist DHV sinnvoll, eben auch mit Öffentlichkeitsarbeit, könnt ihr mal sehen, in welchen Zeitungen und so weiter, Radiosendern und so weiter, alles wir erwähnt wurden und was wir da so untergebracht haben. Seid euch aber auch bewusst, ja, dass nicht jedes Zitat wirklich 100% so gesagt wurde. Ja, das ist tatsächlich auch so eine Trefferquote von 80% vielleicht. Ansonsten sind immer wieder mal komische Darstellungen dabei, wo Journalisten irgendwas nicht ganz 100%ig verstanden haben. Das muss man leider immer einpreisen. Dann Global Marihuana Marsch rückt ja immer näher. Jetzt Anfang Mai geht's los. Da muss ich natürlich jetzt auch nochmal sagen, wo überall was los ist und kann euch jetzt wirklich mit bestem Gewissen auf die GMM-Seite schicken, ja, die Sonderseite, da sind jetzt diese ganzen Städte online, müssen uns aber also nicht mehr vertrösten, ja, dass da jetzt irgendwelche Orte nicht genannt sind oder so. Insofern sage ich nochmal alle Städte, spitzt die Ohren, ob irgendwas in eurer Nähe dabei ist. Am 6. Mai sind Demos in Hanau, Darmstadt, Erfurt, Stuttgart, Halle, Berlin, Braunschweig, Nürnberg, Ulm, Regensburg, Heidelberg, Dresden, Magdeburg, Hamburg, Karlsruhe, Frankfurt, Konstanz. Am 13. Mai sind noch ein paar Nachzügler dabei, Oldenburg, Dortmund, Freiburg, München und Bamberg. Ja, also ihr unterstützt eben nicht nur den Kampf für die Legalisierung und das öffentliche Zeichen, ja, Leute gehen auf die Straße, sondern auch die ehrenamtlich Aktiven vor Ort. Das sind ja alles Gruppen, die das nicht irgendwie professionell machen, die sich zusammengetan haben, um zu, ja, was zu verändern in der Welt zum Besseren sozusagen. Ja. Von daher seid auch gnädig, wenn da vielleicht nicht alles perfekt organisiert ist oder euch irgendwie, was weiß ich, irgendwas nicht gefällt, keine Ahnung. Ja. Das sind eben Leute, die denken besser so als nix, ja, und das ist aller Ehren wert, auch also an die Organisatoren nochmal mein Dank, dass ihr euch da die ganze Arbeit macht, das ist ja nicht selbstverständlich und offensichtlich noch nötig. Ja, wir sind noch nicht fertig mit der Legalisierung, also brauchen wir euch. Und es sind tatsächlich auch mehr Städte wieder als beim letzten Mal dabei, die Corona Trägheit ist überwunden scheinbar, ja, wo alle irgendwie in Lockdown-Starre waren. Ja, jetzt geht es wieder weiter. So, jetzt zum Inhalt. Ja. Ich habe heute quasi nur Auswirkungen der Eckpunkte von letzter Woche. Lauterbach hat ja komplett neue Strategie auf den Tisch gelegt, hat sich letztendlich von der Legalisierung verabschiedet, vom großen Ziel, noch in dieser Legislaturperiode Fachgeschäfte für Erwachsene einzuführen, für Cannabis in ganz Deutschland. Aber dafür neue Pläne, ja, mit einem Modellprojekt, was dann irgendwann mal kommen soll. Und mit einer vorgezogenen Entkriminalisierung. Guckt euch das alles nochmal letzte Woche an. Wiederhole ich jetzt nicht im Detail, logischerweise. Hat ja eine Stunde gedauert letzte Woche, die News. Also wenn ihr nochmal genauer hinhören wollt,
Ihr habt das wahrscheinlich eh fast alle gesehen, jetzt hier die Zuschauer diese Woche. Also, gibt es noch was Neues von Lauterbach? Kaum. Also bis heute, ja, Donnerstag früh. Es gab ein Interview mit ihm und Professor Thomasius, ja, der Lieblingswissenschaftler aller Handfreunde, ne, der schlimmste Cannabis-Gegner von allen, der immer irgendwie die größten Horror-Stories erzählt. Ich habe es noch gar nicht ganz gesehen, da habe ich schon Ausschnitte mitbekommen. Da sagt er unter anderem, dass Cannabis nicht aus dem BTMG rausgenommen werden soll. Das hatte ich ja letzte Woche hier schon spekuliert, weil das so konkret in Eckpunkten jetzt nicht mehr drin steht. In alten Eckpunkten stand es drin, jetzt nicht mehr. In den FAQs sieht es ein bisschen anders aus. Ja, da widersprechen die sich teilweise auch ein bisschen oder sind nicht ganz irgendwie deckungsgleich. Auf jeden Fall hat Lauterbach jetzt immer gesagt, klar, bleibt im BTMG. Und ja, Jugendliche werden da auch nicht rausgenommen, null Toleranz. Da können wir euch jetzt gerade mal einen kleinen Ausschnitt zeigen, denke ich. Also wir sind in einem Punkt, also einer Meinung. Ein Signal, dass Cannabiskonsum, Abgabe, Verkauf, Konsum und so weiter, und dass das legal sein könnte bei unter 18-Jährigen, das wäre verheerend, das darf nicht sein. Das heißt, es bleibt im Betäubungsmittelgesetz? Ja, natürlich, also unter 18, unter 18 bleibt die Abgabe, der Konsum, es bleibt alles, also da können wir nicht herangehen. Bei der also, Gruppe unter 18 ist es 0 Gramm, ja. 0 Gramm, nichts. Nichts erlaubt. Ja, was ich auch erzählt habe letzte Woche in der Ausgabe, dass mich das aufregt, ja, dass es überhaupt keine offizielle Bestätigung von der EU gibt, dass sie sagen, Legalisierung geht nicht. Ja, Lauterbach behauptet das einfach, in irgendwelchen Geheimtreffen hätten sie ihm das gesagt, vertraulich und so. Ja, vielleicht war das Pumuckl oder was weiß ich wer von der EU-Kommission. Jetzt fragen natürlich, hat er jetzt gelogen oder was? Also ich glaube nicht, dass Lauterbach gelogen hat in dem Sinne, sondern dass wirklich intern, geheim irgendwie die EU tatsächlich solche Signale gegeben hat, die Kommission. Aber ich finde es einfach, die lassen die zu billig davonkommen. Ja? Sollen sie mal schriftlich mal einfordern, irgendwie, dass die EU-Kommission der Meinung ist, dass das nicht geht. Ich habe schon letzte Woche gesagt, sollen sie das Legalize-Gesetz vorlegen. Und dann soll der EuGH entscheiden, ob das kompatibel ist mit EU-Recht. Kann nicht sein, dass irgendwelche EU-Kommissare das mal eben so aus Lust und Laune entscheiden, weil sie halt konservativ sind und was gegen Drogen haben. Und deswegen sagen, ja, will ich nicht, geht nicht. Ja, so ungefähr ist das ja gelaufen. Und das hat sich auch nochmal bestätigt durch zwei verschiedene Vorgänge. Der eine ist sicherlich wichtiger, der Journalist von LTO, Hasso Suljak, hat mal nachgefragt, was ist denn jetzt hier? Ne? Lauterbach hat gesagt, irgendwie geht nicht. Ist das jetzt offiziell? Ne? Darf Deutschland nicht legalisieren? Und die haben ihm geantwortet, findet ihr auch online auf Twitter, schicken wir euch hier noch in die Videobeschreibung rein. Da schreibt die Kommission, eine förmliche Anmeldung wurde von den deutschen Behörden über das Blabla-Meldeverfahren noch nicht eingereicht. Da wir das förmliche deutsche Ersuchen um Konsultation noch nicht erhalten haben, können wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben, sagt die EU-Kommission. Ja, wir haben das nicht verhindert, wir haben gar nichts offiziell dazu gesagt. Es gab sicherlich Gespräche, sagen die nicht, dass das nicht stattgefunden hat. Übrigens nicht mit Lauterbach, sondern Holecek war da, das ist ja auch bekannt. Und ein Staatssekretär aus dem BMG. Das wird bestätigt, dass es diese Gespräche gab. Und es wird nicht bestätigt, dass die EU-Kommission im Prinzip ein No-Go gegeben hätte oder so, sondern die äußern sich gar nicht formell. Wie von Anfang an, wenn kein Gesetzentwurf da ist, sagen sie halt nichts. So, dabei bleibt es auch. Und insofern lässt Lauterbach die sehr billig davonkommen. Und ja, das ist ziemlich dumm. Ich habe noch einen zweiten solchen Hinweis, habe ich auch letzte Woche schon erwähnt. Jetzt habe ich aber auch nochmal rausgeholt sozusagen. Ich darf das zitieren, das Ding. Und zwar von der EU-Kommission. Die Antwort auf unseren Vorschlag für eine europäische Petition, also ein European Citizen Initiative, ECI. Da kann man eben vorher den Text einreichen, den man da den Leuten vorlegen will, wo man Unterschriften für sammeln will. Unter anderem haben wir halt da reingebracht, die EU soll sich raushalten bei Ländern, die Cannabis legalisieren wollen. Und die Antwort ist, ja, ihr dürft es machen. Ja, das widerspricht jetzt nicht irgendwelchen Regeln für EU-Initiativen. Aber sie sagen, braucht ihr gar nicht. Ja, das ist gar nicht nötig. Und zwar schreiben die, however, we would also suggest that this aspect of the ECI is already covered by the current practice of the EU. For example, Malta successfully decriminalized cannabis in 2021 without interference from the EU and following discussions with the EU. And having received very good feedback from the Commission, Germany remains on track to propose decriminalization. Also nochmal so halb Deutsche irgendwie, ja, die sagen, das könnt ihr machen, da so eine Forderung, das braucht ihr gar nicht, weil die EU sich sowieso nicht in die Drogenpolitik der Länder einmischt oder die Cannabispolitik.
dann wird natürlich auch noch deutlich, dass die EU-Kommission da gar nicht unterscheiden kann zwischen Legalisierung und Entkriminalisierung, weil Beispiel Malta ist halt was ganz anderes. Da geht es ja gar nicht um einen legalen Markt, ja, muss man auch sagen. Also wer hier geantwortet hat, hat gar nicht kapiert, wovon wir reden. Und dann kommt aber eben auch die Ansage, ja, aber die sieht doch Deutschland, die sind doch begeistert. Lauterbach erzählt doch die ganze Zeit, wie tolle Gespräche er führt und dass er da zuversichtlich ist, dass er eine Lösung findet. Das kriegen wir als Antwort ja hier, ob wir jetzt da so eine Forderung stellen können oder nicht. Ja, brauchen wir gar nicht, ja. Wir mischen uns ja gar nicht ein. Das ist natürlich jetzt nicht allzu ernst zu nehmen, ja, das, was weiß ich, was das für ein Praktikant geschrieben hat hier. Das ist jetzt nicht der Kommissar selbst, der solche Fragen beantwortet in diesem Forumsportal. Ne, sieht man auch, wie ernst das Ganze genommen wird, vielleicht. Dass eben man eben so eine Antwort kriegt. Aber das ist schon natürlich jetzt irgendwie ulkig in der Situation. Ja. Gleichzeitig schreibt die Kommission irgendwie von welchem Schreibtisch auch immer, ja, das ist doch gar kein Problem. Wir mischen uns da gar nicht ein. Und in derselben Woche kommt Lauterbach an und sagt, ja, wir können nicht legalisieren, weil die EU das nicht will. Also das ist schon irgendwie krass. So, zurück zum Thema Diskussion in Deutschland. Da ist der nächste Punkt, wo ich nochmal darauf hin wollte. Ja, jede Menge Presse, also ohne Ende. Ja. Insofern, das war natürlich gut an der ganzen Geschichte, dass nochmal die Diskussion jetzt voll entbrannt ist. Ja. Und die Leute waren schon alle, jedenfalls die nicht Aktivisten sind und sich die ganze Zeit damit beschäftigen und die DAV-News-Zuschauer, war das natürlich die ganze Zeit ein Krimi hier irgendwie mit dem, was da passiert. Aber die anderen da draußen, ja, die normalen Bürger, die halt nur normale Zeitungen lesen, die haben in den letzten paar Monaten nichts gehört seit der Vorstellung der Eckpunkte. Und für die ist das auf einmal ein Erdbeben und jetzt geht es doch weiter und die sind ja doch, die handeln ja doch und so. Ne? Und jetzt die ganze Diskussion wieder voll entbrannt. Unter anderem gibt es einen riesen Ansturm auf die ganzen Cannabis-Social-Clubs, die sich ja teilweise schon vor langer Zeit gegründet haben, teilweise auch seit Vorstellung der Eckpunkte jetzt da so ein bisschen Drive reingekommen ist. Und es gibt zig Pressemeldungen dazu, zum Beispiel große Ansturm in Hannover, Düsseldorf, ein Club, der halt jetzt auf einmal jede Menge Anträge kriegt. Berlin gab es auch einen Artikel dazu. Also eigentlich alle CSCs werden jetzt überrannt von Mitgliedsanträgen. Tue ich euch mal zwei Beiträge in die Videobeschreibung. Wobei natürlich viele jetzt wieder immer sofort glauben, dann nach so einer Nachricht von wegen neuer Eckpunkte, Lauterbach hat das und das jetzt vor, dass sofort losgeht. Ja, die dann denken, okay, wo ist der Verein, wo kann ich jetzt anbauen, wo kriege ich mein Gras, ne? Übermorgen so ungefähr. Aber so ist natürlich nicht. Ja, das Ganze wird noch lange dauern. Und da verändert sich auch der Zeitplan die ganze Zeit, ja, die Ansage. Das ist auch nochmal so ein neuer Aspekt bei der ganzen Sache. Nämlich gibt es ja noch eine FAQ auf der Seite des Gesundheitsministeriums zu den ganzen Eckpunkten, wo irgendwelche Details noch drinstehen. Und unter anderem auch, wann denn das Ganze jetzt in Kraft treten soll. Säule 1 mit Entkriminalisierung, Eigenanbau und den Cannabis Social Clubs. Und da stand direkt nach der Vorstellung der Eckpunkte noch, das Gesetz soll voraussichtlich 2024 in Kraft treten. Da haben sich ja vor allem tierisch aufgeregt, weil vorher immer nur die Rede davon war, wann das Gesetz, der Entwurf vorgelegt wird, wo Lauterbach sagte, ja, Ende April, Anfang Mai und dann alle sich ausgerechnet haben, okay, wenn das jetzt so ein fertiger Entwurf ist, Kabinettsentwurf zum Beispiel, ne, dann kann das halt super schnell gehen. Und war die Frage eher, ist es vor der Sommerpause oder nach der Sommerpause 23, ne, kann ich noch legal meine Pflanze auf den Balkon stellen oder nicht? Und dann schreiben die in den FAQs ganz so im Kleingedruckten quasi, ja, nö, die ist ja nicht mehr. Haben sich natürlich alle aufgeregt. Dann haben die das korrigiert und gesagt, da wird noch schlimmer. Da haben sie gesagt, wird voraussichtlich noch 2024 in Kraft treten, also eher Ende, vielleicht sogar 25. Und dann war das wohl ein Tippfehler. Dann haben sie geschrieben, wird voraussichtlich noch 2023 in Kraft treten. Ja, das war die eigentliche Korrektur, die sie falsch korrigiert haben. Also Riesenchaos. Jedenfalls offensichtlich rechnen die nicht damit, dass das Ganze vor Ende 2023 in Kraft treten kann. Ja, also wahrscheinlich gibt es dafür auch plausible Gründe von den ganzen Verfahrensabläufen her. Auch deswegen, weil Lauterbach wahrscheinlich keinen Kabinettsentwurf, keinen fertigen Regierungsentwurf hinlegt Anfang Mai, sondern irgend so ein Zwischenergebnis der Arbeitsgruppe oder so. Aber erklären sie halt nicht. Ja, ändern nur einfach andauernd die FAQ, wenn sie meinen, wann das fertig wird. Und das ist natürlich mieseste Kommunikation, alles in allem. Also ja, rechnet nicht damit, dass das jetzt super schnell geht, nur weil die Regierung sich das jetzt ein bisschen einfacher gemacht hat. Sehr schnell ist anders. Noch eine Auswirkung ist, dass sehr viel diskutiert wird in den Regionen. Die Regionen wollen Modellregion werden, was ja erst Säule 2 ist. Ja, das kommt ja dann erst im nächsten Schritt. Das Gesetz wird ja überhaupt erst nach der Sommerpause
vorgestellt, angeblich. Ja, dann gibt es wahrscheinlich wieder ewig Verzögerungen. Dann dauert nochmal irgendwie, bis das Gesetz überhaupt, der Entwurf überhaupt kommt, irgendwann Ende des Jahres oder so. Und muss durch die EU noch notifiziert werden. Das ist völlig unglaublich, dass das kommt. Trotzdem, auch selbst die Lokalpolitiker tun so, als wäre nach der Vorstellung der Eckpunkte sofort klar, ja, es gibt jetzt Modellregionen und wir wollen es jetzt sofort bewerben. Finde ich total gut eigentlich. Ja, egal, ob das jetzt realistisch ist oder nicht, weil es eben die Diskussion anheizt nochmal, ne, weil es einfach zeigt, sind alle mehr als bereit, ja, und sagen ja sofort, ja, okay, Lauterbach, was denn jetzt hier nur, wie soll es gehen, wir sind sofort dabei. Ja, also solche Beschlüsse gab es zum Beispiel in Frankfurt und Offenbach, die sagen, wir wollen Modellregion werden. Die Julis haben das beantragt, ja, und ins Spiel gebracht für den Allgäu. Der Allgäu möge doch Modellregion für die Cannabisabgabe werden, wäre super geeignet und so, toll, super Initiativen. Oder auch Antrag von Grünen und SPD. München soll Modellregion werden. Ja, und überall diskutieren jetzt Lokalpolitiker. Ja, wunderbar, ja, lass endlich Modellregion werden. Ja, geht vorwärts. Also das zeigt eben auch, ja, dass Lauterbach da der Entwicklung hinterherhinkt. Ja, und alle warten und jetzt loslegen wollen und irgendwie passiert nichts. Aber diese ganze Debatte ist sicherlich nicht verkehrt. Ja, dass das alles nochmal so ins Bewusstsein der Leute kommt. Und vielleicht auch sich mit jeder solchen Nachricht immer mehr so die normale Bevölkerung, die damit nichts am Hut hat, so sich dran gewöhnt, ja, dass das wohl kommen wird und irgendwie, dass das jetzt kein total irrsinniger Gedanke ist, Cannabis zu legalisieren. Zu den internationalen Reaktionen. Österreich zum Beispiel, ja, ist am Diskutieren jetzt wieder. Grünen haben gesagt, in der Regierung mit der ÖVP, die Grünen wollen das machen, haben gesagt, ja, total sinnvoll, ne, wenn wir auch legalisieren wollen. Und die ÖVP natürlich, nee, wollen wir nicht. Okay, das ist jetzt nicht wirklich eine Wahnsinnsnachricht, aber eben zeigt Diskussion überall in Europa jetzt. Ne? Das ist tatsächlich so, dass das nochmal, ja, die ganze Welt guckt auf Deutschland, ne? Das hatten wir auch letzte Woche schon mal das Thema und diskutiert jetzt, eben selber Fortschritte machen zu wollen oder wie sie jetzt damit umgehen. Luxemburg, auch eins der Länder, die ja genau dieselbe Situation hatten wie wir. 2018 im Koalitionsvertrag Legalisierung, 2021, oh, geht nicht, nach Geheimgesprächen mit der EU-Kommission, die haben gesagt, geht nicht. Und die sind jetzt auch drauf und dran, ihr Pilotprojekt an den Start zu bringen. Die wollen wohl auch ein Modellprojekt machen. Die wollten aber auch genauso wie Deutschland entkriminalisieren mit Eigenanbau. Haben sie bis heute nicht geregelt gekriegt. Aber ja, kündigen jetzt zumindest an, dass sie jetzt da an dem Entwurf noch arbeiten und die spekulieren, ob sie vor der Wahl, die jetzt ansteht, noch schaffen, da irgendein Gesetz, irgendwas vorzulegen. Ja, also ist nicht nur in Deutschland eine Riesenschnarcherei und es geht extrem langsam vorwärts. Aber diskutiert wird jedenfalls wieder international. Spannend natürlich die Tschechen. Bis jetzt noch keine Nachricht, dass die auch jetzt zurückziehen und sagen, ja, wir haben auch irgendwelche tollen Geheimgespräche mit der EU, wo die sagen, das geht nicht. Sondern die halten bis jetzt noch in ihrem Plan fest. Bin total gespannt, was gleich bei dem Gespräch rauskommt. Wie gesagt, ja, ob die weiter dran festhalten, wie die sich das vorstellen. Und als letztes weise ich noch darauf hin, dass es einen Brief gibt, einen offenen Brief von diversen Anti-Drogen-Initiativen an die EU-Kommission, dass das total gefährlich ist mit dem Plan in Deutschland und ja, die ganze Welt gefährdet, ja, wenn wir das machen und das Auswirkungen hat und die Anstrengungen im Kampf gegen die Drogen in ganz Europa dadurch unterminiert werden, ja, und dann die liberalen Kräfte, die legalisieren wollen, in Oberwasser kommen und so, ne, ganz schrecklich. Und das sind verdammt viele Organisationen, die das unterschrieben haben. Ja, das muss man sich auch nochmal klar machen, wie groß der Widerstand dann doch letztendlich immer noch ist von allen möglichen Initiativen, die man so auch gar nicht groß kennt. Ne? Also teilweise eben auch nationale, viel aus Schweden dabei. Aber auch so was wie eine europäische Städtegemeinschaft gegen Drogen. Ja, gibt es schon ewig, habe ich lange nichts mehr davon gehört. Jetzt kommen die auf einmal wieder aus den Löchern und sagen, ja, aber nicht legalisieren. Sicherlich eben auch ein Thema, was man nicht völlig unterschätzen darf, wie eben international auch immer noch Widerstände da sind. Und ja, daran scheitern wir ja jetzt irgendwie, wie auch immer das jetzt genau gelaufen ist. Wir sind an Internationales gescheitert, sagt jedenfalls Lauterbach. Damit komme ich zu den Terminen. Bin jetzt hier gleich auf unserer Seite unterwegs, nicht mit meinem eigenen Zettel und muss jetzt erstmal vorbeiscrollen an den Terminen am 20.04. Das ist ja nämlich heute, da werde ich wahrscheinlich auch heute noch aufschlagen, wenn das irgendwie geht, am Brandenburger Tor. Aber das ist für euch Vergangenheit schon. Dann haben wir aber Freitag, da werden wir rechtzeitig releasen, weil die News ja schon im Kasten sind. Darmstadt, offener Hanftisch der Ortsgruppe, 21. April. 22. April, samstags Oldenburg, Infostand, Ortsgruppe. Und Infostand in Regensburg, auch 22. Würzburg, Info, Veranstaltung, 422 der DHV-Ortsgruppe. Keine Ahnung, weiß gar nicht, was 422 in dem Fall bedeuten soll. Total spannende, aufregende Frage. Was soll 422 bedeuten?
wahrscheinlich 22. April, die treffen sie am 22. April. Naja, geht mal hin. Berlin, Diskussionsabend mit Carmen Wegge, 25. April. Dann Hamburg, Treffen der Ortsgruppe, 27. April. Würzburg, 28. April, Ortsgruppe. Mahnwache der OG Halle, 29. April. Einmal weiterblättern. Regensburg, Stammtisch, 29. April. Halle, 3. Mai, offenes Treffen der Ortsgruppe. So, jetzt muss ich irgendwann aufhören, ne, weil zwei Wochen sind jetzt irgendwann hier rum. Den Akzeptkongress könnte ich noch erwähnen. Am 4. Mai und 5. Mai in Berlin. Donnerstag, Freitag, zwei ganze Tage bei einem Drogenpushen, Reform, Organisationstreffen. Da bin ich auch dabei, mache mit Feline Edbauer einen Workshop zum Thema Cannabis-Legalisierung. Aber es geht natürlich auch um andere Drogen. Es sind viele Suchthelfer dabei, so niedrigschwellige Suchthilfeeinrichtungen. Das ist im Prinzip das, wofür Akzept der Dachverband ist. Aber kann man auch als normale Person hingehen und irgendwie was mitnehmen davon sozusagen. Ja, also ich war schon Mitglied bei Akzept, bevor es den Handverband gab. So, das soll mal reichen für heute. Ich gehe jetzt mal in diesen Online-Call. Bin 10 Minuten zu spät zur Technikprobe, aber rechtzeitig zum Online-Going. Ja, insofern macht das gut. Bis bald. Ich wünsche euch noch. Hier, so Social Media Dingens, ne? Kanal abonnieren und Video liken, Glocke streicheln und so, ne? Aber jetzt, schönen Tag, geruhsamen Abend.